Achtung, Achtung, eine wichtige Durchsage an alle Bürger. Achtung, Achtung, eine wichtige Durchsage an alle Bürger. Bleiben Sie stehen und hören Sie den Beschluss des Kongresses. Der Präsident wird Ihnen diesen wichtigen Beschluss mitteilen, der einstimmig weltweit gefasst wurde. Achtung, Achtung an alle Bürger. Meine getreuen Untertanen, schweren Herzens muss ich Ihnen die Entscheidung des Welternährungskongresses mitteilen. Wie Ihnen allen bekannt ist, hat sich innerhalb der letzten 4 Monate die Lage auf unserem Planeten derart verschlechtert, dass die konföderierten Staaten der Erde den Beschluss gefasst haben, der weiteren Überbevölkerung und dem damit verbundenen Ernährungsproblem Einhalt zu gebieten. Liebe Mitbürger, Sie dürfen nicht glauben, dass uns dieser Entschluss leicht gefallen ist. Doch uns blieb kein anderer Ausweg. Die Meere sind verseucht, landwirtschaftliche Nutzfläche durch die hohe Bevölkerungsdichte nicht mehr ausreichend und tierisches Eiweiß ist auf weiteres ungenießbar. Daher sind wir zu folgendem Entschluss gekommen, und das einstimmig. Da wir nicht mehr in der Lage sind, die ständig wachsende Bevölkerung der Erde ausreichend zu ernähren, erlassen wir heute, am 1. Januar, im Einklang mit allen anderen Nationen folgendes Gesetz. Das Gebären von Kindern ist ab sofort verboten. Das Gebären von Kindern gilt als Schwerverbrechen und wird mit dem Tode bestraft. Frauen, die zum jetzigen Zeitpunkt schwanger sind, müssen sich umgehend in den hierfür zuständigen Krankenhäusern registrieren lassen. Ich bitte Sie, Verständnis für diese Maßnahmen zu haben. Es ist der einzige Weg, unseren Planeten vor dem Untergang zu retten. BE wurde noch vor dem Gesetz geboren. Elektronenmarkierung überprüft. John Graham, 7734575. John Graham, 7734575. Gehen Sie vorsichtig mit ihm um, Schwester. Das ist Ihr letztes Baby für die nächsten 30 Jahre. Das eigentliche Problem ist dies, Jim. In 20 Jahren werden 7 Milliarden Menschen auf unserem Planeten leben. Davon wird der größte Teil braun, gelb oder schwarz sein. Sie werden alle Hunger haben. Und alle sind dazu bestimmt, sich fortzupflanzen. Sie werden aus ihren Brutstätten nach Europa und Nordamerika ausschwärmen. Daher Vietnam. Durch einen uneingeschränkten Einsatz dort können wir für die nächsten Jahrzehnte die Kontrolle über Südasien bekommen. Und mit richtiger Planung können wir die Bevölkerung bis zum Ende dieses Jahrhunderts auf 550 Millionen reduzieren. Ich weiß es. Ich habe die Unterlagen gesehen. Finden Sie nicht, dass wir wie Götter reden, die im Buch des Schicksals lesen? Nun, irgendjemand muss es tun. Es wird nicht nur den Nationen, die es betrifft, besser gehen, sondern die dort entwickelten Techniken können auch dazu verwendet werden, unseren eigenen Bevölkerungsüberschuss zu reduzieren. Schwarze, Puerto Ricaner, mexikanische Amerikaner, in Armut lebende Weiße und so weiter. Wie groß die aktuelle Gefahr in einer globalen Ausbreitung wirklich ist, kann zum jetzigen Zeitpunkt niemand genau einschätzen. Hallo? Die Hausverwaltung. Ein Sammelaufruf. Eine Person aus jedem Haushalt soll runter in die Lobby kommen. Wie Sie ja bereits wissen, wurde dieses Gebäude unter Quarantäne gestellt. Es besteht jedoch kein Grund zur Panik. Meine Frau ist im 7. Monat schwanger. Bisher ist der Ausbruch der Krankheit in 6 Staaten bestätigt worden. Und zwar in Mexiko, USA und... Kuckuck, hörst du, sie bewegt sich. Lass mal hören. Man kommt nicht durch, nada. Ich fress einen Besen, wenn du da jemanden erreichst, Jungchen. Ich mach dich alle Drecksack, ihr Wichser. Seid gleich alle tot. Was wird das hier? Sekunde. Vorräte. Ich mache eine Inventurliste. Auf die Art kann ich feststellen, was noch besorgt werden muss. Viel Glück für euch. Für dich auch. Wir stehen unter Quarantäne und noch weiß keiner, wie die Sache weitergeht. Ich bin und lasst mich allein. Oh, bitte nur. Was machst du denn hier? Glaubst du wirklich, das hier ist eine Grippeepidemie? Hier geht's um eine kontrollierte Dezimierung der Bevölkerung, angeordnet von ganz oben. Aber ich bin vorbereitet. Du musst immer 2 Schüsse einkalkulieren, falls du beim ersten Mal nicht triffst. Also, 2 sind sicher als einer, klar? Oh, jetzt nein, nimm. Bitte, wirklich nicht. Ich hab wirklich nicht vor, jemanden zu töten, Horacio.
Na also gut, dann schießt du eben ins Knie. Wir wüssten gern, was Sie darüber denken. Mach dich nicht zur Zielscheibe. Unter guter Nachbarschaft verstehe ich etwas anderes. Wir wollen doch nur mit dir reden, unter Nachbarn, unter... Ich scheiß auf Nachbarn wie euch. Koko! Geh sofort wieder rein und bleib drin. Lärm die ganze Zeit! Ich glaube, es war Einstein, der einmal gesagt hat, der Weltkrieg würde mit Knüppeln und Messern ausgefochten. Die letzte Stufe in diesem Aktionsplan stellt die sogenannte Phase 7 dar. Phase 7 bereitet die neue Weltordnung vor. Du musst sie vorher entsichern, Jungchen. Wenn sich die Weltbevölkerung nicht um rund 80% verringert, ist eine lebenswerte Zukunft für die Menschheit nicht möglich. Und womit wollt ihr das erreichen? Mit Designerviren? Mit begrenzten atomaren Zwischenfällen? Zwangssterilisation? Und wie wird's danach weitergehen? Organisierte Massenvernichtung und Todeslager für Widerständler. Was würdest du lieber sehen? Überall Hungersnöte von ungeheurem Ausmaß? Unruhen wegen Energieknappheit? Den totalen Zusammenbruch der Zivilisation auf der ganzen Welt? Eine Rückkehr zum Gesetz des Dschungels, ja? Denn in diese Richtung bewegen wir uns. Man kann sagen, wir sind schon fast da. Ist das dein Ernst? Verlass dich drauf. Das ist euer Plan? Ein kontrolliertes Armageddon? Und was glaubst du, wird aus uns? Wenn ihr erfolgreich seid, hä? Bewusstseinsmanipulierte Sklaven? Das gab's alles schon mal, falls du's vergessen hast. Das ist eine Neuauflage von Hitlers Endlösung. Dienen ist doch keine Sklaverei. Nein, so sehen wir das nicht. Ach nein, wirklich nicht? Wir sind jetzt mehr als 7 Milliarden Menschen. Als ich geboren wurde, waren es knapp über 2. Die Lebensmittelpreise steigen, das Öl geht zur Neige. Denken Sie ernsthaft, wir werden uns alles friedlich teilen, wenn uns in 20 Jahren die Rohstoffe ausgehen? Angesichts dessen, was wir alles wissen über unsere Gattung. Und Ihre Lösung dafür ist eine Art Genozid? Nein, ist es nicht. Kein Genozid. Unsere Lösung ist Janus. Janus besteht aus einem Protein und einer Aminosäure. Jedes für sich allein ist harmlos. Gelangen sie jedoch zusammen in den menschlichen Organismus, agieren sie als genetischer Trigger, der die Chromosomenteilung verhindert. Die angegriffene Zelle kann sich nicht mehr vervielfältigen und wird dadurch nutzlos. Die Veränderung ist endgültig und vererblich. Und welche Zellen werden angegriffen? Jene, die Fruchtbarkeit steuern, Blackie. Der Zweck von Janus ist es, zu sterilisieren. Der Zweck von Janus ist die weitgehende Sterilisation der gesamten Menschheit. Janus wirkt sich auf 90-95% der Bevölkerung aus. Nur einer von 20 bleibt fruchtbar. Wir prognostizieren eine Bevölkerungszahl von 500 Millionen in etwas weniger als 100 Jahren. Bis dahin sollte die Geburtenrate wieder normal sein. Aber auf einem Planeten, der uns vorkommen wird, als wäre er leer. Sie beschuldigen uns des Genozids. Nicht zu handeln ist Genozid. Wissen Sie, welcher Mensch den größten positiven Einfluss auf die Umwelt dieses Planeten hatte? Genghis Khan, weil er 40 Millionen massakriert hat. Keiner hat das Land bestellt, Wälder wuchsen wieder nach, die Atmosphäre wurde frei von Kohlenstoff. Und hätte dieses Monster nicht existiert, gäbe es heute noch 1 Milliarde mehr von uns, die sich um Platz auf diesem sterbenden Planeten rangelt. Ich will Ihnen mal was erklären.
Die Sonne bringt eine gewisse Menge Energie auf diesen Planeten. Wir machen daraus Nahrung, Kleidung, Unterkünfte etc. Sie versorgt eine Anzahl von Menschen und es hat 30.000 Jahre gedauert, bis diese Zahl auf 1 Milliarde angewachsen ist. Dann haben wir einen Weg gefunden, altes Sonnenlicht zu nutzen in Form von Öl und Kohle. Wir haben angefangen, davon zu leben. Und was ist passiert? In nur 130 Jahren hat sich unsere Bevölkerung verdoppelt. Bis zur nächsten Milliarde waren es 30 Jahre, bis zur 4. Milliarde nur noch 14. Also stellt sich eine Frage. Was denken Sie, wird wohl passieren, wenn dieses Öl und diese Kohle zur Neige gehen in, sagen wir, 100 Jahren? Wenn 10 Milliarden auf einem Planeten leben, der nur eine versorgen kann. Es ist ein Protein und es ist unglaublich. Ich habe lang daran getüftelt, wie es nicht zu entdecken ist. Es besteht aus 2 Elementen. Sie verbinden sich im Gehirn und werden zu Janus. Das sendet dann Signale, welche die Zeugungsfähigkeit beeinflussen. Einfach gesagt, verhindert es menschliche Fortpflanzung. Es ist bemerkenswert. Philipp, du sagst, es verhindert die menschliche Fortpflanzung. Wir wollen doch die Menschheit nicht auslöschen. Wir setzen ein Placebo ein, das heißt 5-8% werden fruchtbar bleiben. Und wem geben wir dieses Placebo? Es gibt gewisse genetische Eigenschaften, die unbestreitbar vorteilhaft sind. Ich habe eine Gruppe von Menschen eingesetzt, die genetisch stärker sind. Eine Gruppe? Meinen Sie eine Rasse? 2050. Unsere Fischbestände gehen aus. Kapieren Sie das? Ja, natürlich. 2080 kein Gas mehr. 2090 kein Öl mehr. Diese Zahlen sind nicht von Greenpeace oder dem Naturschutzbund, nein, von BP. Wenn die Nachfrage nach Dünger weiterhin steigt, sind jegliche Phosphate noch dieses Jahrhundert erschöpft. Und das bedeutet kein Essen. Ich weiß, Sie müssen mir nichts sagen. Ach ja? Ich glaube nicht, dass Sie das wissen. Wenn Sie es wüssten, würden Sie verstehen, dass wir keine andere Wahl haben. Wie viele werden sterben? Bei Grippeviren treten die Todesfälle in Wellen auf. Wir hoffen, der Impfstoff fängt bei der ersten Welle an zu wirken und löscht das Virus aus. Die erste Welle, 1500 Menschen. Sollte es zu einer zweiten Welle kommen, werden es sicher Zehntausende sein. Oh Gott, das ist doch Wahnsinn, Milner. Überlegen Sie doch, was wir erreicht haben werden. Es gibt bestimmt einen anderen Weg. Wir planen das seit 30 Jahren. Dann werde ich einen Befehl geben, den nur ich kenne. Und in etwa 90 Tagen wird diese Person die tödlichste Grippe freisetzen, die die Welt je gesehen hat. Alle werden den Impfstoff wollen. Alle werden sich Janus freiwillig injizieren. Es wird Chaos herrschen, ja. Aber in weniger als 100 Jahren werden auf diesem Planeten nicht mehr als 500 Millionen Menschen leben. Das sind Millionen von Leben, hunderte Millionen sogar. Und es leben 7 Milliarden auf diesem Planeten. 100 Millionen werden nicht mal einen Eindruck hinterlassen. Wir versuchen, eine Spezies zu retten. Wenn das ein paar Millionen Leben kostet, ist das doch okay. Das ist überhaupt nicht okay! Manchmal muss man ein paar verdorbene Äpfel aussortieren, um den Rest zu retten. Wie viele Äpfel? Und wer entscheidet, wer geht und wer bleiben darf? Sie? Nachdem bekannt wurde, wie tödlich das Virus ist, hat das CDC empfohlen, dass sich jeder testen lassen soll, damit die Regierung feststellen kann, wer geimpft werden muss. Durch Überprüfung der genetischen Marker. Der Nächste? Sie wollen von jedem die DNA haben. Nach dem 11. September waren die Menschen bereit, die NSA alle erdenklichen Daten über sich sammeln zu lassen, solange es Sicherheit bedeutet. Und nun sind alle sicher vor einer neuen Bedrohung. Nur ist das dieses Mal eine Krankheit anstelle von Terrorismus. Und was haben Sie vor mit all diesen vielen Daten? Wir werden dafür sorgen, dass jeder dieselbe Chance bekommt wie Sie, Jeff. Die Möglichkeit, sein Potenzial auszuschöpfen. Es ist eine einfache Rechnung. Sobald die DNA aller Bürger in der Datenbank des Gesundheitswesens gespeichert ist, muss man nur noch aussortieren. Aussortieren? Und zu welchem Zweck? Um den nächsten großen Filter passieren zu können. Und was für ein Filter ist das? Unsere eigene barbarische Geschichte. Die Weltbevölkerung brauchte 100.000 Jahre, um auf 1 Milliarde anzuwachsen. Und danach nur 100 weitere, bis auf 2 Milliarden. Und nur 50 Jahre, und sie verdoppelte sich erneut. 4 Milliarden Menschen, 1970. Und nahezu 8 Milliarden heute. Bartlett veranschaulicht das mit einem Becherglas.
Mit einem einzigen Bakterium, das sich jede Minute von Neuem teilt und verdoppelt, gibt man das erste Bakterium in das Becherglas um 11 Uhr. Und komplett gefüllt ist es um 12. Um wie viel Uhr ist das Becherglas erst halb voll? 11.59 Uhr. Genauso spät ist es für uns. In 40 Jahren befinden sich 32 Milliarden Menschen im Kampf ums Überleben. Erfolglos. Es ist eine Minute vor 12. Jedes globale Übel, das die Erde plagt, ist zurückzuführen auf die Überbevölkerung. Aber massive Geburtenkontrolle hat dennoch keinerlei Chance. Ungeheuerlich! Verletzung meiner Rechte! Eingriff in meine Privatsphäre! Du schreibst mir nichts vor! Und noch immer attackieren wir unsere Umwelt. Es gab 5 bedeutende Artenvernichtungen in der Erdgeschichte. Und wenn wir nicht sofort anfangen, mutig zu handeln, ist die 6. Art, die vernichtet wird, unsere eigene. Es ist eine Minute vor 12. Anscheinend hat er zahlreiche Anhänger. Ja, auf der ganzen Welt.